Für mich als Design-Fan ist München ein ganz toller Ort und ich bin super gerne hier. Was ich tatsächlich an München schätze, ist das urbane Leben. Was mich besonders fasziniert bei ATP, ist, dass wir hier ein sehr großes Unternehmen sind, aber wahnsinnig familiär. Wir haben sehr große Projekte, die wir hier bei ATP bearbeiten. Und das motiviert mich, jeden Tag hierher zu kommen. Die Projekte, die bei ATP realisiert werden, die können eben nur funktionieren, wenn alle Experten von den unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten und täglich kommunizieren und ihr Wissen zusammenbringen. Was ich besonders spannend finde, ist, dass wir hier einfach an wahnsinnig unterschiedlichen Gebäudetypologien arbeiten dürfen. Vom Bürokomplex bis hin zum Hotelbau oder Wohnturm ist wirklich alles mit dabei. Bei ATP haben wir fast 1000 Mitarbeiter und über 10 Büros europaweit. Wir arbeiten als Architekten, Tragwerksplaner, Haustechnikingenieure immer an einem Projekt gemeinsam. Und das ist tatsächlich auch das, was den Spirit von ATP und auch von ATP in München ausmacht. Letztendlich haben wir eine große Verantwortung, die gebaute Umwelt mitzugestalten. Die perfekte Basis für unsere Zusammenarbeit ist bei uns BIM, Building Information Modeling. BIM vereinfacht unsere Planungsprozesse. Der Vorteil ist, dass wir an einem zentralen, einheitlichen BIM-Gebäudemodell arbeiten und nicht verschiedene Modelle zusammenbringen müssen. Das spart einfach Energie und ist effizient und die Ergebnisse sind einfach besser. Das Besondere bei ATP ist die integrale Planung und das bedeutet speziell für mich, dass ich direkt im Entwurf schon anfange, mich abzusprechen mit der Haustechnik, mit der Statik und einfach gemeinsam eine ideale Lösung zu finden. Deshalb arbeiten Architekten und wir Ingenieure bei ATP gemeinsam interdisziplinär an allen Bauvorhaben und Projekten. Wenn du gleich siehst, dass der Architekt etwas macht, dass der Haustechnikingenieur etwas korrigiert, verändert, ergänzt, sodass es quasi gleich sichtbar ist, das macht eigentlich das ganze Planen, das integrale Planen aus. Man hat so viele Möglichkeiten, Ateliers zu besuchen, Museen zu besuchen, Ausstellungen. Ich bin ja eigentlich aus Norddeutschland und habe mich vor vielen Jahren entschieden, nach München zu kommen und das ist toll hier. Hier bei ATP gibt es auch ein Afterwork. Also ich habe hier schon viele Freunde gefunden. Wir machen vieles nach der Arbeit. Jeden Morgen als Anfang, erste Sache, was ich mache, ist eine gute Espresso mit dieser super Maschine. Genau deswegen arbeite ich auch bei ATP.